Hi Leute, diesmal geht es wieder um das Selbstbauradio und ich möchte es mal probieren mit dem Radiotester hier, mit dem Radiotester abzugleichen. Ich habe das Mikrofon liegen, das Mikrofon mal weiter weg, weil das Gerät ist mit Röhren hier, also da drin sind Röhren. Ich glaube, wenn ich die Lampe ausmache, sieht man die sogar leuchten hier, genau, ein Röhrengerät, das habe ich in einem anderen Video vorgestellt. Aber jetzt möchte ich erstmal dieses Gerät hier, das mir hier 10,7 MHz ausgibt, 10693, also 10,7 ausgibt, mit dem möchte ich das da mal abgleichen. Aber dass ich genau 10,7 MHz habe, ich habe hier den Ausgang hier, Masse mit Masse verbunden, dann hier einen Ausziehtastkopf dran, damit ich die Frequenz messen kann, dann habe ich hier mit dem Antenneingang hier das verbunden, im mittleren Pin. Masse, Ostzieh-Tastkopf ist auch auf Masse. Und ich habe hier den DTS-Sender noch da. Und wenn ich hier den Radio aufdrehe, ganz leichtes Rauschen hier. Hier die Signalstärke, also fängt zu rauschen an, wenn ich zurückdrehe. Aber ich möchte wissen, ob ich genau auf 10,7 MHz bin. Daher tue ich jetzt auch vom DTS die 10,7 MHz drauflegen. Und ich habe das schon eingestellt. Hier bin ich daneben, also normal ist es ein Interferenzpfeifen, und zwar ich tue ja 10,7 MHz von denen drauf und 10,7 MHz von denen drauf. Und normalerweise, wenn ich in denen auf genau 10,7 MHz einstelle, dann sollte die Ruhe sein. Also so quasi. Aber das Signal ist irgendwie mit 50 Hertz. Ist mit 50 Hertz irgendwie noch moduliert oder so. Weil ich kriege da, wenn ich den Pegel zurücknehme. Das ändert seine Frequenz auch. Weil der DDS, der dürfte seine Frequenz ja nicht ändern. Das DDS, Quarzoszillator. Aber das Ding hier ändert seine Frequenz leicht. Das kann man hören an dem Geräusch. Es ist mit 50 Hertz moduliert und ändert seine Frequenz hier leicht. Gut, es ist ein Röhrengerät. Ah, der Schalter hier. Da, wenn ich da ein bisschen klopfe, da hört man, es ist ein freispringendes Gerät, dass die seine Frequenz nicht ganz genau hält, sondern um ein paar Hertz ändert. Aber da, wenn es am leisesten, am dunkelsten ist, müsste ich auf 10,7 sein. Da ist das Frequenz gemischt quasi jetzt hier, weil ich sende mit 10,7 MHz hier auf, mit dem Batterie-DTS-Gerät. Und mit 10,7 MHz da, dann mache ich den mal wieder aus. Jetzt habe ich nur noch die 10,7 MHz von dem Gerät da drauf. Und schön ist, ich kann AM intern, ups, das ist aber laut, intern quasi, ich kann hier FM, das ist FM, FM kann ich modulieren und AM kann ich modulieren. Hier ist ein AM-Signal drauf und jetzt ein FM-Signal. Und das ist ganz gut. So, und ich möchte die Filter erstmal auf Maximum abgleichen. Das mache ich mal ohne Modulation. Ich lasse die mal aus. Und ich habe hier am Ratio-Detektor hinten, habe ich Multimeter angeklemmt. Und ich klemme jetzt, ich tue jetzt schon mal alle Filter hier auf Maximum abgleichen, auf maximalen Spannungspegel. Das habe ich schon gezeigt. Aber ich mache das jetzt mal mit dem Röhrengerät. Mal mit dem Röhrengerät. Das kann man 2,2. Normal sollte man das bei sehr wenig Pegel machen. Aber ich mache das mal, ich gleiche jetzt mal das Filter, das da und das da auf Maximum ab, die drei. Und dann melde ich mich wieder. So, das habe ich jetzt auch. Der Vorteil ist, man kann hier, ich kann hier die Stärke ändern. Ich kann die Stärke hier zurücknehmen, dass es anfängt zu rauschen. Ich habe jetzt hier das Multimeter noch am Mittelpunkt von Ratio, den habe ich auf 0 Volt abgeglichen, aber ich stecke das mal wieder ab, das Multimeter. Das braucht man ja schon mal nicht mehr.
So. Was man auch machen kann ist, also wenn man jetzt nicht messen will, ich habe hier ja, kann ich zurückdrehen, bis es rauscht. Und da kann ich an den ZF-Filtern hier auch minimal das Rauschen abgleichen hier. Da rauscht es mehr, weniger, mehr. Da auch minimal das Rauschen abgleichen. Den da. Auch minimal das Rauschen abgleichen. Und den da auch. Minimales Rauschen abgleichen. So. Dann drehe ich den Pegel wieder höher und mach mal FM drauf. Kann es laut werden? Ja, das ist FM drauf. Dann probieren wir mal AM. AM ist leiser. AM ist noch da, aber leiser. Ich drehe mal auf AM. Jetzt habe ich aber auf AM den gestellt, auf Amplitudenmodulation. Und man kann den Radiodetektor jetzt auch auf Minimal AM einstellen. Glaube ich. Da. Minimal AM. Und den hier dann auf Maximum Pegel. Nehme ich mal das mal zurück wieder, dass es wieder rauscht. Jetzt mal den da auf am wenigsten rauschen. Und das ist jetzt die AM-Unterdrückung quasi. Radiodetektor auf minimales AM einstellen. Hier, den, dass das AM am leisesten ist. Ups, ich sollte die Filter echt festkleben. Sollte wirklich festkleben mal. Also den stelle ich mal ein, dass es am wenigsten das AM durchkommt. Da wird es lauter, leiser. Wieder lauter, wieder leiser. Dass am wenigsten AM durchkommt und dann, dass es am wenigsten Rauschen tut. Dass es am leisesten ist. Ich habe das Signal ganz zurückgenommen. Am Osten sehe ich nur noch sowas. Ich glaube, wenn ich das Signal aufdrehe, kommt wieder das da. Mal mit wenig Pegel, mit ganz wenig Pegel abgleichen, weil das verstellt sich irgendwie. Bei wenig Pegel ist es irgendwie, ja, der ist auf Mitte und der da auf minimales AM. Auf am wenigsten Amplitudenmodulation. Dann hier auf minimales Rauschen. Abgleichen, dass jetzt eigentlich kein AM mehr da ist. Und hier. Das AM am meisten unterdrückt ist. Ich glaube, jetzt muss ich da wieder. Jetzt habe ich wieder mehr AM irgendwie. Bin ich noch auf der Frequenz genau drauf? Ich habe AM aber ganz schön doll. Das ist FM, oh, FM ist laut, aber AM. Gut, AM ist schon viel leiser als der Ton auf FM. Ja, aber eigentlich stellt man den, den und den auf Maximum ein und den dann auf minimales AM und dann muss ich den dann noch nachgleichen normalerweise. So, ich tue aber jetzt nochmal einstellen. Ich nehme das da zurück. Und nochmal einstellen, dass es am wenigsten Rauschen tut hier. Weil dann müsste ich auch auf maximalen Empfangspegel sein. Und hier auch, dass es am wenigsten rauscht. Okay, dann hier.
als Mitte, okay. Und dann kann ich noch mal auf AM gehen. Und das AM ist schon sehr, sehr leise. Ja. Okay, was ist nämlich eine Abgleichmethode ist, den auf minimales AM anzustellen. Die zweite Abgleichmethode wäre, einfach Multimeter von Masse auf Audioausgang hier anklemmen und da auf 0 Volt einstellen. Ich habe jetzt mal auf minimales AM eingestellt. Das AM ist echt leise. Und jetzt, wenn ich auf FM gehe, laut. AM leise, FM laut. Okay, ich mache aber den jetzt mal ein bisschen leiser. Also AM hört man so gut wie nicht mehr, aber FM hört man sehr. Ich kann hier die Frequenz verstellen. Und ich bin, glaube ich, minimal daneben mit der Frequenz. Stellen wir mal wieder auf AM. AM hört man kaum. FM ist laut. Okay. Und AM hört man kaum. Jetzt dürftet ihr eigentlich super gut eingestellt sein. Und das Schöne ist, weil ich hier AM habe und FM habe, wo ich schön umschalten kann. Und ich kann jetzt auch mal gucken. Stellen wir mal ein bisschen zurück, dass wir etwas eher ein schwacheres Signal haben. Mal gucken, wie breit der ist. Ich bin hier auf 10,7, denke ich. Schauen, wo habe ich die 10,7 Marke? Hier habe ich die 10,7 Marke. Gehen wir mal auf 10,6. Da ist es schon weg, irgendwie so gut wie. 10,7 und 10,8 ist es auch weg. 10,75. Wir sind echt schmalbandig so. 10,5, 10,6. 10,65 ist das. Das ist jetzt 10,7. 10,65 ist 50 Kilohertz. Da wird das Rauschen schon lauter. Und wenn wir dann auf 100 Kilohertz höher gehen, hört man das schon eigentlich nicht mehr. Ich drehe mal den Pegel lauter. Wenn ich den Pegel lauter drehe, oh, da wird das Pult da breiter. Pegel lauter. 10,5, aber ich glaube, da schlage ich auch durch. Hier fängt es an zu rauschen. Also je stärker das Signal ist, aber so stark ist ein UKW-Signal normalerweise nicht. Also so stark ist es normal nicht. Sondern eher so. Ich habe es jetzt mal auf 50 Millivolt eingestellt. Mal schauen. 10,6. 10,7 bin ich genau drauf. 10,8 wird's leiser. Und dann 10,9 ist es so gut wie weg. Aber wenn ich halt ein richtig schwaches Signal habe, richtig schwaches Signal, dann ist die Bandbreite hier gerade mal nach 50 Kilohertz. Bin ich genau drauf, 50 Kilohertz, und dann haben wir die 3 dB schon überschritten, und hier 50 Kilohertz, wir haben die 3 dB schon überschritten. Ja, dann machen wir ohne Modulation, wir schauen mal auf AM, wie ändert sich die AM-Unterdrückung, die wird lauter. AM-Unterdrückung, wenn die Frequenz sich ändert, obwohl AM, da ist AM komplett ausgelöscht, hier wird AM ein bisschen lauter, hier löscht sich AM komplett aus, und hier wird AM wieder lauter, ja. Und da, wenn ich das Signal stärker mache, kommt AM auch stärker durch. Aber trotzdem, hier bei der Mittenfrequenz löscht sich die Amplitudenmodulation fast aus, dank dem Radiodetektor.
der tut AM dann fast auslöschen. Aber das ist gut, dann kann man hier, ich habe jetzt das Filter auf minimal auf leises die AM eingestellt und die anderen drei auf am wenigsten Rauschen. Klar, der Abgleich mit Multimeter hat auch seinen Vorteil. Probieren wir mal, wie gut das Radio jetzt funktioniert, wo ich es mit dem Radiodetektor abgeglichen habe. Hier mit dem Vakuum-Tube-Voltmeter, als Voltmeter funktioniert es, aber ich verstehe nicht ganz, wie man es benutzt. Ich habe jetzt auch auf RF-Level und auf RF-Level, egal was ich da einstelle, bleibt es halt immer konstant. Es zeigt was an, wenn der Oszillator läuft, wenn der Oszillator ein Signal macht, aber mir auch irgendwie nicht. So, aber jetzt will ich mal gucken. Jetzt kann man es hier weit zurückdrehen. So, warten wir so bei 5, bei der Hälfte. So bei 6 hört man es ganz leicht. Ich gehe mal wieder auf FM, vielleicht hört man das leichter. Ja, so bei 6 hört man es leicht. Und dann, ja, sehr starkes Signal dann. Das rauscht und gar nicht mehr. Das ist total stille. Okay, bei AM. Leiser auf jeden Fall. FM, schön laut. AM wird unterdrückt, nicht perfekt, aber AM wird unterdrückt vom Radiodetektor, von der Schaltung. Und das ist super. So, dann mal gucken, wie sich ein Radiosender anhört. Stecke ich das dann mal ab und schalte das aus und lass den mal einen UKW-Sender empfangen. Okay, es funktioniert zwar, aber es schätzt sich an, als wenn der nicht mehr ganz so klar ist. Also ich glaube, dass man, dass die der Mittelpunkt von dem hier, dass der doch anders ist, als bei maximaler AM-Unterdrückung. Das heißt, ich werde den Multimeter anstecken und werde mal gucken auf 10,7 MHz, wo der steht, und den dann wirklich genau auf 10,7 abgleichen. So, die anderen Filter, ich glaube, die 1, 2, die anderen drei kann man nach Gehör abgleichen, was Radiofilter besser, doch besser Spannung messen und dann abgleichen. So, und jetzt, wenn ich messe, also von Masse auf Mittelpunkt, dann merke ich, dass ich hier gar kein 0 Volt mehr einstellen kann, wenn ich hier drehe. Achso, ich hatte gerade leider, Musik drin, und Musik darf ich auf YouTube nicht bringen, sonst bekomme ich Content-ID-Anspruch und so. Und zwar, ich habe das hier jetzt auf 0 Volt abgeglichen, das Radiofilter. Man muss mit ihr umgehen. Man kann sie nutzen, wie die Wohnhäuser der Berliner Stalinallee, umgestalten, wie den Kulturpalast in Dresden, abreißen, wie den Palast der Republik. Also das Radiofilter muss man wirklich besser auf 0 Volt abgleichen. Auf minimal AM-Unterdrückung bringt nichts, das sollte man eher vielleicht einen Widerstand durch einen Potti tauschen und den dann auf minimal AM abgleichen. Vielleicht weil die Spuren nicht exakt gleich sind. Und wenn ich den auf minimal AM-Unterdrückung hier einstelle, dann bin ich nicht automatisch auf Mittelfrequenz 0 Volt. Also, ja. Wenn ich ihn auf 0 Volt abgleiche, passt es viel besser. Aber auch diejenigen, die einfach schöne Bücher mögen. Der profunde Aber ich habe euch gezeigt jetzt, wie AM-Unterdrückung funktioniert. Und ich habe das mit dem Radiotester, mit dem Röhrengerät abgeglichen. Funktioniert auch. Man braucht halt irgendeinen Frequenzgenerator auf 10,7 MHz. AM, FM-Modulation ist ganz toll, ganz sinnvoll. Aber es geht auch ohne. Also ich habe den jetzt wirklich nur mit Multimeter mit der Spannung abgeglichen. Also man kann auch die drei Filter einfach auf maximale Spannung im Radio-Echo einstellen. Letzte Filter dann von Masse auf Mittelpunkt und dann das auf 0 Volt einstellen. Dann kann man es in Minus und in Plus auslenken dann mit der Frequenz. Und dann ist es auch super. Okay, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.